In Köln ist eine Streife des Zolls im Kampf gegen Schwarzarbeit und damit die Ungleichbehandlung von Arbeitnehmern unterwegs. Stattdessen werden Daniel Perez und sein Kollege Jürgen Meyer allerdings etwas ganz anderes aufdecken. Schönen guten Tag. Herr, ist mein Name vom Zoll, Finanzkontrolle Schwarzarbeit, mein Kollege. Ach. Wir würden gerne mal Ihren Betrieb prüfen. Routinemäßige Prüfung. Kein Problem. Haben Sie Personalausweis für mich? Ja, den habe ich oben im Büro. Da müssen wir eben hochgehen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Zwei. Zwei. Und die sind wo? Die müssen auch da oben. Auch da oben. Das passt perfekt. Dann gehen wir mal zusammen. Wir sind heute zu dem Fahrradladen gekommen, um die illegale Beschäftigung und Schwarzarbeit zu prüfen. Ja, das ist schon eine routinemäßige Prüfung. Guten Tag, der Zoll. Hallo. Ja, hallo. Schwarzarbeit. Wer ist mein Name vom Zoll? Alles klar. Einmal Ihren Ausweis bitte, Ihren Personalausweis. Mein Ausweis? Ja. Okay. Genau, kannst du auch irgendwo schon mal nachfragen wie im Ausweis? Würden Sie bitte auch mal nach vorne kommen? Super, Herr Senior. So, die kommen Sie mal eben. Was ist denn jetzt schon? Ich bin noch dran. Ich mache gerade schnell den Kopf. Ja, die hätten die Jungs wollen. Eine Routinekontrolle. Ach, können Sie Ihren Ausweis? Ja, ja. Kommt auch noch dazu. Was mitgekriegt? Ja, kannst du mal eben abgleichen mit den Dokumenten, ob das die Mitarbeiter sich auch gemeldet waren bei der Sozialversicherung? Ja. Ach, das ist doch. Die Namen stimmen überein, ja. Sind zur Sozialversicherung gemeldet. Alles okay. Haben Sie die Unterlagen für uns noch irgendwo? Ja, die habe ich hier nebenan im Büro. Dann gehen wir mal alle rüber kurz. Geht mal mit. Ja. Der Inhaber des Ladens zeigt sich den Zollbeamten gegenüber kooperativ und scheint eine weiße Weste zu haben. Zumindest bisher. Hier können Sie gerne durchschauen. Hier sind die Arbeitsverträge auch. Ich habe da unten ein Fahrrad gesehen. Könnte mir da jemand weiterhelfen? Ich hätte ein, zwei Fragen. Ja, du hast die Ausweise von denen, ne? Alles gut, ja. Können wir. Macht ihr zwei was, ja? Dann mach ich alles klar, super. Können Sie gerne durchschauen. Mhm. Mal kurz die Ausweise. Wie lange haben Sie nur auf? Wie viele Stunden am Tag ungefähr? Von morgens 9 bis abends 18:30. Alles. Gucken wir. Offenbar hat der Kunde versucht, bei seiner Probefahrt ein Rad zu stehlen und ist von einem Mitarbeiter unsanft aufgehalten worden. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Was passiert hier? Ja, wir wollen das Fahrrad klauen. Das sieht man doch. Was ist passiert? Klaut hier einmal das Fahrrad. Wir gehen nicht lassen. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Was ist dem Mann jetzt passiert? Was meinen Sie? Wir arbeiten jede Woche hier. Was ist dem Mann passiert? Der ist runtergefallen vom Fahrrad. Sie beruhigen sich jetzt. Blöd, Mann. Was ist denn überhaupt los hier? RTW? Fahrrad. Am besten setzen wir hin, oder? Auf den ersten Blick sah es so aus, als ob der junge Mann das Fahrrad klauen wollte und die Angestellten ihn gerade noch so dran gehindert haben und er dadurch dann vom Fahrrad gestürzt ist. Also wir haben jetzt eine RTW bestellt. Geht das denn so jetzt? Ist das noch mit jetzt? Ja, es geht eigentlich nur ums Fahrrad. Das Fahrrad gehört uns. Das ist mein Fahrrad. Ich habe direkt die Polizei dazu geholt. Anscheinend ist irgendwas. Ich wollte nur das Fahrrad wiederholen. Also das Fahrrad war in dem Laden, oder wie? Ja, aber das gehört uns. Das wurde mir geklaut, das ist mein Vorgarten. Das wollten Sie wieder zurück? Das von Ihrer Mutter, und die ist verstorben, und das ist uns sehr wichtig. Erzählen Sie das der Polizei gleich, das ist Sache für die Polizei. Okay. Und Sie beruhigen sich jetzt, als die letzte Anzeige. Idiot! Der geklaut, was ist denn bescheuert oder was? Wir schaffen die Fahrräder an. Was soll das? Das ist doch ein Schwachsinn. Letzte Warnung. Sie beruhigen sich jetzt? Ja, ist ja gut, aber trotzdem. Ich setze gleich in den Wagen rein, ganz einfach. Ja, ist ja gut, aber verstehen Sie? Gut. Der beschuldigt mich. Die Polizei kommt gleich und wird das geklärt. Und jetzt eine Stufe runterfahren. Letzte Verwarnung jetzt für Sie. Die Mitarbeiter des Fahrradladens weisen die Vorwürfe des Paares von sich, ein gestohlenes Rad verkauft zu haben. Doch zunächst kümmert sich der eintreffende Rettungsdienst um die Kopfwunde des 27-Jährigen. Alter. Muss ein bisschen gestrippt werden, oder? Ja, fahren wir mit in die Klinik. Ja, fahren wir mit Ihnen in die Klinik? Nee, das geht nicht. Ich muss hier bleiben. Ich fahre nicht in die Klinik, das ist schon mal ganz klar. Also, wenn das hier geklärt ist, dann... Tut Ihnen das weh? Ah, Sie fahren einmal mit uns in die Klinik, das muss geröntgt werden, das muss sehr wahrscheinlich genäht werden und ein CT sollte trotzdem laufen, richtig? Also gerne, wenn wir das geklärt haben mit dem Fahrrad, vorher nicht. Also, passen wir auf, wir versorgen Sie jetzt erstmal und dann sehen wir weiter, okay? Alles klar, gehen wir mal ins Auto. Ja, willst du im Auto? Ja. Ist aber nicht neu, das Fahrrad hier, oder? Nee, wir kaufen ab und an auch schon mal gebrauchte Teile an. Genau. Ja, okay. Weil jeder hat nicht immer mal 800 oder 500 Euro parat. Für den kleinen Geldbeutel habe ich eine Ecke, wo schon mal ein gebrauchtes steht. Für ein Geschäft dieser Größe eher ungewöhnlich. Doch was an den Diebstahlsvorwürfen dran ist, wollen Polizeihauptkommissar Klaus Wiebel und sein Kollege klären. Die Zöllner bringen die Kollegen auf Stand. Sie haben gesehen, wie Ihr Freund ein Fahrrad klaut? Nein, das ist mein Fahrrad. Das ist mein Fahrrad. Das hat meine Mama mir vererbt. Und ich habe das, wurde mir aus meinem Vorgarten geklaut. Und ich habe das überall gesucht. Wir haben das jetzt zufällig hier
mein Freund und ich hier gesehen. Und ich wollte, hier in dem Fahrradgeschäft? Ja, genau. Okay. Ja, können Sie sich vorstellen, und dass es möglicherweise auch ein zweites Modell davon gibt? Nein, also das, da, ich kann es beweisen, dass das Sie mein Fahrrad beweisen. Ist. Ja, da ist am Vorderrad ist ein Flicken. Ich habe das vor ein paar Monaten habe ich das geflickt selber. Ja. Und das, okay, gut, fangen wir mal langsam an. Wie geht's Ihrem Freund? Wie schwer ist er verletzt? Also es sah schon echt heftig aus. Er soll wohl jetzt ins Krankenhaus gefahren werden. Nimmst du schon mal die Personalien? Haben wir die Personalien? Jungen Männer Ausweise? Auch? Habt ihr schon? Habt ihr schon? Ja. Okay. Gut. Ich schaue mal eben, wie es dem Verletzten geht und dann müssen wir uns mal um die Abteilung kümmern. Alles klar. Grundsätzlich ist das, was man unter dem Begriff zurückklauen versteht, eine ganz schlechte Maßnahme. Wir sehen, dass es hier einen Schwerverletzten gegeben hat. Für solche Dinge ist grundsätzlich mal die Polizei zuständig und daran sollte man sich auch halten. Was ist denn aus Ihrer Sicht vorgefallen? Hallo, wo möchten Sie denn? Aus unserer Sicht ist das ganz einfach zu erklären. Bitte? Nein, wir bleiben jetzt hier. Kommen Sie mal bitte zurück. Hallo, stehen! Hallo, wohin? Wir sind gerade noch am Sachfall, wir können aussteigen jetzt, komm, sofort. Wollt ihr noch wegfahren? Ja, nicht jetzt, das könnte ich später mal noch machen. Einmal die Tür schließen. So, mein Wagen, also. So, und einmal hier raus. Zu Kollegen von der Polizei wieder zurück. Während dieser ganzen Befragung wollte einer der Mitarbeiter unbedingt den Transporter wegfahren. Dann hat es uns natürlich auch interessiert, was in diesem Fahrzeug drin ist. Nein, ach, ich habe kein Problem. Und ja, super. Frei, super. Ne? Also die sind aus Russland, die drei Fahrer. Genau. Ja. Haben die Unterlagen dazu irgendwo? Ja, die haben es drin im Büro. Ja. Ne? Sollen wir uns mal ich gehen wir mal eben rein mit denen? Ihr habt das ja alles hier im Griff soweit, ne? Gut. Und Sie behaupten, das ist Ihr Fahrrad, das ist Ihnen Fahrrad. Gestohlen worden? Das ist mir aus meinem Vorgarten gestohlen worden. Das müssen Sie natürlich beweisen. So ein Blödsinn. Ja, ansonsten haben wir ein Problem. Quatsch, Quatsch. Ja. Wir können noch mal gucken, die Fahrräder. Am besten mal schauen unten drunter. Ja, ja, schauen Sie wegen noch. Wegen der Seriennummer. Ja, da haben wir einen Flur gekauft. Ja. Wollen Sie sich das mal anschauen hier und mir erklären, was das ist? Ach, ich habe es doch gerade gesagt zu Ihnen, wir haben so einen Flohmarkt gekauft. Hier gibt es eine Nummer, eine Fahrradrahmennummer, die rausgekratzt worden ist. Und wann macht man das? Wenn die Fahrradrahmennummer in der Sachfahndung bei der Polizei einliegt, als gestohlen gemeldet worden ist. Wir haben es aber am Flohmarkt, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Wir haben es am Flohmarkt gekauft, wollten es für 20 Euro mehr verkaufen. So auch das können Sie beweisen? Das können wir beweisen. Mithilfe der Rahmennummer, war die da noch drin oder war die da nicht mehr drin? Wir sind jetzt selbst gerade vom Kopf gestoßen, also von daher... Okay. Mein Gott, ey. Gut, das stellen wir mal sicher. Die beiden jungen Männer, die das Fahrrad angeblich erworben haben, ohne... eine Quittung ohne einen sonstigen Beleg, hätten wissen müssen, dass es eine Fahrradrahmennummer gibt und hätten dann in dem Zusammenhang auch sofort festgestellt, dass hier etwas nicht stimmt. Und Sie sagten, Sie können das beweisen? Ja, dass es das ist... Ja, mein Freund hat das vor ein paar Wochen erst, hat er das geflickt am Vorderreifen. Da muss okay, ein schwarzer Flicken... ganz sicher? Ganz sicher. Schwarzer Flicken mit rotem Rand. Gut, das werden wir jetzt mal gleich nachgehen. Und Sie können auch den Reifen dementsprechend abmontieren schnell? Wenn es jetzt unbedingt sein muss. Eigentlich habe ich was Besseres zu tun, aber gut. Ja, aber Sie verstehen aber auch, dass wir auch ermitteln müssen, um zu schauen, ob wirklich dann das so ist, wie die Dame sagt. Nützt ja nichts. Sie sind da gesetzt. Können wir damit reingehen? Ja, bitte. Ja? Die Polizisten überprüfen die Behauptung der jungen Frau, bei dem ausgestellten Rad handele es sich um ein Erbstück ihrer Mutter und schauen nach dem beschriebenen Flicken am Vorderrad. Dieser wäre ein weiteres Indiz dafür, dass der Händler gestohlene Ware verkauft. Das ist das Ding, das, was Sie meinen? Genau. Ja. Das ist mein Fahrrad. Okay, junger Mann, ich denke, das reicht. Ne? Das ist ein deutlicher Beweis dafür, dass das Fahrrad nicht liegt. Hey! Stehen bleiben! Lass stehen! Durch seinen Fluchtversuch hat der Angestellte sich nun erst recht verdächtig gemacht. Nachdem die Beamten ihm Handfesseln angelegt haben, packt der wütende Mann aus. Bist du so am Schwalten gerade, ne? Wie sieht's denn aus? Wir brauchen eine vernünftige Erklärung. Die Erklärung ist ganz einfach. Der Besitzer hier, Mr. Ralle, der zahlt einfach nichts. Wie soll man denn sonst ans Land kommen? Ja. Das ist ein Dank, ey, dass ich dir einen Job gebe und dann so ein Mist hier. Hat ihm ja schon eine Chance gegeben, ne? Ralle, das läuft einfach nicht. Kann doch nicht sein, dass wir alles machen müssen. Und hier, Mario, von dir bin ich schwer enttäuscht. Dann hätten wir reden sollen, aber ach, doch nicht so eine Scheiße hier, Toni. Wie oft habe ich gefragt? Und so, Mann. Wo ist das Fahrrad her? Wo haben Sie es gestohlen? Geklaut. Geklaut. Ja, gestohlen, weiß ich jetzt nicht geklaut. Genau. Bin auch verwirrt im Moment. Ich weiß nicht, schenkt auch jede Menge. Sie sind vorläufig festgenommen.
Bei Ihnen werden wir uns das jetzt gleich noch überlegen. Mit dem Kollegen was gibt es denn da zu überlegen? So, Sie sind vorläufig festgenommen. Also grundsätzlich hat sie den Beweis geliefert, dass es sich um ihr Fahrrad handelt. Was der Sache abträglich ist, ist die herausgefeilte Rahmennummer, die Fahrradrahmennummer. Hier werden wir noch weitere Ermittlungen anstellen und sicherstellen, dass es ganz hundertprozentig ihr Fahrrad ist. So, wir haben auch noch was herausgefunden. Und zwar? Anscheinend haben die Fahrräder, die da im Transporter sind, aus Russland besorgt. Und wir haben bis jetzt keinen Nachweis gefunden, dass da Vereinfachungen bezahlt wurden. Keine Zollpapiere, keine Ausfuhrpapiere. Das ist jetzt nicht wahr. Da kommen gleich. Okay, das war nicht noch, wahr. Ich habe euch Geld drauf. Dafür gegeben, für alles die ganze gut. Geschichte. Wo ist das Geld? Deswegen, auf die wir auch mal, wir auch mal sprechen müssen. Oh, halt doch mal die Klappe! Idiot, ey! Komm, auch welche Kollegen von uns, die dafür zuständig sind, werden das mal genauer prüfen. Wegen dem Fall, weil das nicht unser Zuständigkeitsgebiet ist. Ja, ich kann mich wirklich nur vielmals entschuldigen für die ganze Geschichte hier. Dann mache ich folgenden Vorschlag. Wir nehmen ihn mit. Ja. Ihr nehmt ihn mit, ja? Genau. Dann können Sie sich nicht mehr absprechen. Richtig, das hört sich gut an. Auf die beiden Fahrradverkäufer wartet nun eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Schmuggels und Diebstahls in mehreren Fällen. Der Ladeneigentümer hat ihnen gekündigt. Der Freund der Fahrradbesitzerin wurde wegen seiner Kopfwunde im Krankenhaus behandelt und konnte kurz darauf entlassen werden.